Kinder, das war's dann für heute. Ich wünsche euch eine schöne große Pause. Außerdem die Hausaufgaben, Seite 80, Nummer 2 bis 4. Oh, Dave, heute ist irgendwie total der komische Tag. Ich habe mich nur einmal gemeldet und ich wusste ganz viel heute nicht. Ich weiß auch nicht. Ach, Hanna, mir ist heute aufgefallen, dass du heute ein bisschen schlechter mitgearbeitet hast als sonst. Aber macht ja nichts draus. Wirklich? Ja, so schlimm ist das nicht. Sag mal, für welches Gymnasium hast du dich eigentlich entschieden? Ich weiß noch nicht so genau. Also es gibt ja das Mathe-Gymnasium und auch das Sport-Gymnasium. Finde ich beide irgendwie ganz gut, aber vielleicht nehme ich auch das Gymnasium hier in Playmobil City. Ja, also für das Sportgymnasium hätte ich mich nicht entschieden. Genauso wenig wie für das Mathe-Gymnasium. Die sind doch in einer anderen Stadt. Nimm doch lieber das hier in Playmobil City. Das ist eine tolle Schule. Oh, das gibt's doch nicht. Der Automat ist leer. Und dabei wollte ich so gerne einen Orangensaft. Oh, heute ist echt ein ganz, ganz schlechter Tag. Oh Mann, irgendwie habe ich das Gefühl, heute passiert noch irgendwas. Aber das sollte ich vielleicht nicht zu laut sagen. Wo sind denn Pia und Dave und so? Ich kann die überhaupt nicht sehen. Da hinten? Okay, da ist sie. Aber eigentlich ist das nicht mehr nötig. Also, ich weiß, sie ist die Oberstreberin hier in der Schule, aber in letzter Zeit haben wir uns eigentlich angefreundet. Eigentlich müsst ihr euch nicht mehr um sie kümmern. Ach, Papalapapritschi, du hast uns erzählt, dass sie dich richtig nervt. Und heute ist die Mission, diese Oberstreberin richtig fertig zu machen. Oh ja, diese Hanna Vogel, die gibt wohl mega an. Und die soll wohl auch aufs Gymnasium kommen, diese alte Streberin. Oh Mann, diese Streberin. Ey, was ist denn mit deiner Stimme los? Hast du irgendwie immer noch nichts gegen deine Halsschmerzen gemacht? Nein, hörst du doch. Oh, ist doch egal, Leute. Heute kriegt die Streberin eine richtige Lektion verpasst von uns. Hey, Entschuldigung, darf ich mal kurz durch? Hey. Hey, habt ihr das gesehen? Die hat mich geschubst. Ey, das tat weh. Du bist ja total aggressiv. Was hast du gegen mich? Entschuldigung, also ich hab dich doch gar nicht berührt, aber das war nicht extra. Hast du dir wehgetan? Ist alles in Ordnung? Boah, ich hab's genau gesehen. Du hast sie geschubst. Hast du was gegen sie? Du bist total aggressiv. Ich aggressiv? Das stimmt doch gar nicht. Ich hab doch gar nichts gemacht. Das habt ihr doch gesehen. Ich bin doch hier einfach nur dran vorbeigegangen. Also das war wirklich nicht extra. Ich hoffe, du hast dir nicht wehgetan. Also sorry nochmal. Was bitte? Sorry nochmal? Deine Entschuldigung kannst du dir in die Haare schmieren. Was soll das überhaupt? Weißt du überhaupt, wer ich bin? Au, warum schubst du mich denn jetzt einfach? Aua! Weil du es verdient hast, so Streberin. Boden. Außerdem bin ich nur daran vorbeigegangen. Oh, das war doch echt nicht nötig. Hanna, was ist denn hier los? Warum liegst du auf dem Boden? Was soll das hier? Streitet ihr euch? Ach, Dave, lass uns einfach gehen. Heute ist sowieso ein ganz schlimmer passiert? Tag. Oh, mein Rücken. Hat die sich geschubst? Ach, nichts, Dave, nichts. Die hat dich geschubst? Hanna, sie hat dich doch geschubst, oder nicht? Lass uns doch zu Herrn Chillig oder so. Ach, lass uns einfach gehen. Komm, wir gehen auf den Spielplatz. Okay. Ja, du solltest wirklich lieber verschwinden. Hau lieber ab, sonst passiert dir noch ein Unglück. Ja, pass lieber auf, bevor wir dich noch irgendwo erwischen. Komm, Dave, wir gehen. Und was war das für eine komische Stimme? Spricht das Mädchen so? Mädels, das war's natürlich noch nicht. Das ist erst der Anfang. Ich hab gehört, ihr geht auf den Spielplatz. Los, hinterher. Oh Mann, Dave, ich muss mich echt ein bisschen ablenken. Wie wär's mit einem kleinen Wettbewerb? Wer ist als erstes oben? Ja, okay, aber Hanna, ich find's schon ein bisschen gut. Warum lässt du dir das denn alles gefallen? Ach, Dave, lass doch jetzt gut sein. Ist ja, doch gut, egal. Okay. Auf die Plätze, fertig, los! Könnt ihr sie hier irgendwo sehen? Wo ist sie denn? Ah ja, da vorne. Also ich werde mich jetzt erstmal um sie kümmern. Ihr könnt hier bleiben. Ja, okay, aber falsche Richtung, glaube ich. Wo will die denn hin? Hey, das ist doch gar nicht die Oberstreberin. Hey, du, ich weiß zwar nicht, wie du dich so schnell umziehen konntest, aber ich bin mir sicher, dass du es bist. Einfach mich schubsen. Das gibt auf jeden Fall Ärger mit mir. Das wird Konsequenzen haben. Hey, wer bist du? Warst du nicht mal die Schulsprecherin? Ich weiß gar nicht, wer du bist. Hey, das ist nicht die Streberin. Falscher Alarm. Hier. Wie, das ist sie nicht? Natürlich ist sie das. Guckt sie euch doch mal genauer an. Die Haare. Das ist sie auf jeden Fall. Bist du dir sicher? Obwohl, der Zopf ist genau der gleiche. Los, gib's ihr. Ich bin Maike. Ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Komm, lass mich. Ich kenne dich überhaupt nicht. Oh, stimmt. Ich sehe sie da hinten an der Kletterwand. Ist ja auch egal. Also, komm niemals auf die Idee, mich zu schubsen, klar? Hey, Dave, warum bist du so schnell? Bist du als erstes oben? Warte auf mich! Oben ankommen, das wirst du auf gar keinen Fall. Runter mit dir! Hey, lass mich los! Lass mich los, ich bin hier am Klettern, das ist gefährlich! Komm sofort da runter! Oh, bist du verrückt? Das war voll gefährlich! Ich bin schon wieder auf dem Rücken gelandet! Aua! Oh, Mann! Yes, jetzt liegt die Streberin endlich auf dem Boden. Wir haben gewonnen. Sie ist K.O. gegangen. Woo! Hey, sag mal, was ist mit dir denn los? Willst du mich veräppeln? Und du warst doch früher die Schulsprecherin. Wie bist du denn eigentlich drauf? Warum hast du sie runtergezogen? Das ist voll gefährlich gewesen. Oh, ich verstehe schon, warum die keine Schulsprecherin mehr ist. Wer so fies ist und andere mobbt, der hat es nicht verdient, Schulsprecherin zu sein. Du redest genauso wie Herr Chillig. Du tust so, als wenn du mich kennen würdest. Tust du gar nicht. Du denkst, du bist klug. Du weißt überhaupt nichts über mich, du Streberin.
Oh, ich war die stellvertretende Schulsprecherin und mich hat der Rauch auch rausgeworfen. Alles nur, weil ich dem Jungen die Unterhose über den Kopf gezogen habe. Der hat es voll verdient. Und ich gehöre einfach dazu. Keine Ahnung, wieso. Weißt du was, Dave? Komm, wir gehen. Also auf euer Niveau lasse ich mich nicht herab. Dave, ärgere dich nicht. Komm einfach mit. Ja, endlich. Jetzt haut die Streberin ab. Mann, da wird sie, glaube ich, noch eine schöne Überraschung im Klassenzimmer erwarten, hm? Na, warte. Bitte bleib stehen. Also, kannst du mir mal bitte erzählen, warum dir das Eis gefallen ist? Also, das war doch voll übertrieben. Ach, Dave, ich habe einfach auf sowas keine Lust. Ich muss mich auf die Schule konzentrieren. Ja, aber ich möchte mit so Leuten nichts zu tun haben. Ja, gut, mich okay. Überhaupt nicht ärgern, mich überhaupt nicht mit befassen. Weißt du was, Dave? Komm, wir setzen uns einfach hin, essen unser Pausenbrot und dann haben wir das schon alles gleich vergessen. Vergiss du es doch auch einfach. Aber Hannah, du kannst doch... Hannah, ehrlich, ich verstehe es nicht. Aber gut, okay, ich respektiere das natürlich. Danke, Dave. Und glaubst du wirklich, ich lasse mich auf dieses Niveau herab? Guck doch, wie die drauf sind. Total aggressiv. Oh, nein, das ist doch nicht wahr. Sitze ich auf meinem Stuhl, der ist doch sonst nicht so weich. Oh, das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Dave, ich hab mich doch nicht auf ein großes Kaugummi gesetzt, oder? Oh, nein. Oh Gott. Hannah, tut mir leid, aber du, das klebt voll an deiner Hose. Oh, ich glaube, wir wissen, wer das war. Oh, Dave, kriegst du das ab, bitte? Komm. Ich weiß es nicht. Hilf mir doch. Boah, Hannah, ey, das klebt echt mega und das ist auch noch feucht und... Wie eklig, hast du das geht gesehen? Nie wieder ab. Ich hab's nicht gesehen, Dave. Das hat die gleiche Farbe wie der Stuhl. Och Mann, ich weiß genau, wer das war. Diese Fieslinge. Oh Mann, sie hat sich echt da reingesetzt. Sie ist ja wirklich total blind. Hey, findet ihr nicht, dass das ein bisschen zu krass ist? Also, ich finde schon, dass das ein bisschen zu heftig war. Oh Mann, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Fühlt sich das so etwa an? Boah, ihr drei, ihr kriegt das irgendwie zurück. Ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie kriegt ihr das auf jeden Fall zurück. Boah, warum ist das denn in den letzten Tagen so heiß einfach? Das ist ja eine Bullenhitze, Claudia. Also ich habe das Gefühl, ich klebe hier am Sofa fest. Du hast recht, Martin. Vielleicht holen wir uns mal ein paar gekühlte Getränke aus dem Kühlschrank. Oh ja. Ich werde mal gucken. Vielleicht haben wir irgendwas Leckeres. Ja. Tja, Claudia, mein Schatz. Weggegangen, Platz vergangen. Ich mache mich hier jetzt erstmal ein bisschen breit. Was haben wir denn da? Eine Limo oder vielleicht einen Saft? Ich werde mal schauen. Oh, was machst du denn hier drin? Hey, Tür zu, es zieht. Oh, Mama, nach was sieht das wohl hier aus? Ich bereite mich vor auf den Winterschlaf. Also Julian, du hast meine Fragen. Du kommst hey, sofort da raus. Was soll das? Winterschlaf. Auf welche Ideen kommst du eigentlich? Wieso denn? Im Kühlschrank sich verstecken? Das kann gefährlich werden. Nachher erfrierst du noch. Oh ja, ist ja gut. Versprochen, ich gehe nicht mehr rein. Aber es ging einfach nur darum, dass ich meine Körpertemperatur sinken lassen wollte, damit ich mich für meinen Winterschlaf vorbereiten kann. Das machen Bären auch immer. Aber vielleicht reicht es auch, wenn ich einfach meinen Kopf in kaltes Wasser halte. Das müsste auch gehen. Julian, das machst du nicht. Du kannst jetzt weder den Kühlschrank noch deinen Kopf unter kaltes Wasser halten. Nachher erfrierst du oder so. Das ist nicht gut für dich. Lass das sein. Also der Junge kommt auf Ideen. Oh, jetzt habe ich schon fast vergessen, was ich eigentlich in der Küche wollte. Ach ja, die gekühlten Getränke. Oh, wenn ich ihn noch einmal hier erwische im Kühlschrank, dann gibt's aber richtig Ärger. Oh Mann, ich glaube, ich traue meinen Augen nicht. Hey, runter da! Julian, ich wollte noch einmal ganz kurz mit deinem Skateboard fahren. Nur ausgeliehen, okay? Klar. Kriegst du gleich wieder. Ich habe gesagt, runter da. Hey. Du kannst außerdem gar kein Skateboard fahren. Doch, ich kann wohl Skateboard fahren, hast du doch gesehen. Zwar nicht drauf stehen, aber ich kann so ein bisschen rollern. Und du kannst es wohl richtig perfekt, was? Ja, kann ich. Und du weißt ganz genau, dass ich der beste Skateboardfahrer hier in unserer Familie bin. Vielleicht sogar in ganz Playmobil City. Ach ja? Wer es glaubt, wird selig. Du bist selber ein Angsthase und traust dich nicht, ganz, ganz große Sprünge zu machen und so und Tricks. Du hast aber ein großes Mundwerk. Du traust dich sowieso nicht. Du bist ein Angsthase, was das angeht. Ach ja, wenn du so ein guter Skater bist, traust du dich, die Treppe runterzufahren, hm? Ich muss ja richtig lachen, ich mach mir gleich in die Hose. Natürlich traue ich mich das, ist doch eine Leichtigkeit für mich. Okay, Julian, ist alles vorbereitet. Damit du auch ganz weich landest, habe ich doch eine Decke hingetan. Alles klar, macht euch bereit auf eine coole Show hier von Julian Vogel. So, alles frei da unten? Oh, was macht der da? Warum schreit Julian da so rum? Oh, ich kann nicht hinsehen, der wird sich bestimmt verletzen. Das war nicht meine Idee. Julian, was hast du vor? Halt! Oh, Hannah, was ich hier wohl mache, ist doch klar. Ich wollte hier gerade den gefährlichsten Stunt bei uns machen. Und zwar wollte ich hier die Treppe runterfahren mit meinem Skateboard. Ist doch klar. Oh, Julian, auf gar keinen Fall. Das ist doch nicht dein Ernst. Du wirst dich richtig doll verletzen und landest im Krankenhaus. Auf gar keinen Fall die Treppe runterfahren. Verrückt. Na, Julian, traust du dich nicht? Claudia, was macht denn Emma da mit der Decke? Emmalein, was soll denn das werden? Wieso liegt hier eine Decke? Aber Mama, ich war einfach hier und wollte Mittagsschlaf machen. So ungefähr. Oh, ist das kuschelig. Julian, wenn du dich nicht stoppen lässt, dann gehe ich jetzt runter und sag das Mama und Papa. Das ist mega gefährlich.
Mama, Julian will jetzt gerade die Treppe mit dem Skateboard runterfahren. Der ist doch wohl lebensmüde. Er lässt sich nicht von mir abhalten. Julian, das lässt du sofort sein. Erst das mit dem Kühlschrank, dann die Haare unter kaltes Wasser und jetzt auch noch die Treppe runterfahren? Bist du total verrückt geworden? Oh, danke, du alte Petze. Hanna hat mir alles hier kaputt gemacht. Oh, Julian, du wirst es mir noch danken. Du bist manchmal so idiotisch und kommst auf so komische Ideen. Vielleicht solltest du mal einen Idiotentest machen. Oh, toll, jetzt denkt Emma, ich bin voll der Feigling und Hanna, dass ich ein Idiot bin. Aber ich ein Idiot? Emma, was findest du? Ein Idiot? Ja, schon manchmal. Du bist echt ein bisschen verrückt. Idiotisch vielleicht. Oh, was? Du denkst auch, ich bin Idiot? Das stimmt doch gar nicht. Und ich soll zum Idiotentest? Wie würde der eigentlich aussehen? Hallo, guten Tag. Ich bin jetzt hier zum Idiotentest. Bin ich hier richtig? Ja, genau. Hier sind Sie richtig. Kommen Sie mal zu mir. Sie können sich direkt hier hinsetzen. Genau hier hin. Sie brauchen sich nicht wegsetzen. Ich kann sowieso nichts sehen auf Ihrem Laptop. Und auch wenn ich was sehen könnte, ich kann doch nicht so gut lesen. Also ich kann nur ein paar Buchstaben und ich kann meinen Namen lesen. Was? Sie können nicht lesen? Oh mein Gott, das ist schon mal der erste Punkt. Idiot. Wie? Ich hab einen Punkt. Für was denn? Ich geh doch noch gar nicht zur Schule. Ich komme erst doch in die Schule. Also gut, kommen wir zur ersten Frage. Wenn Sie 100 Euro hätten, würden Sie dann eher Klamotten davon kaufen, die wirklich dringend benötigt werden? Oder würden Sie 100 Kilo Süßigkeiten kaufen? Das ist doch eine Fangfrage, oder? Weil Klamotten, das kauft mir ja immer meine Mama. Natürlich 100 Kilo Süßigkeiten, ist doch klar. Was ist das denn für eine Frage? Oh Mann, die Antwort war leider falsch. Natürlich die Klamotten kaufen. Oh Gott, zweiter Punkt auf der Idiotenskala. Kommen wir zur nächsten Frage im Idiotentest. Sie haben 39 Grad Fieber. Was machen Sie? Sich ausruhen im Bett oder im Glibberpool schwimmen? Die Antwort kenne ich. Ich glaube, das würde mein Arzt genauso beantworten. Die beste Medizin wäre da der Glibberpool, selbstverständlich. Uiuiui, schon wieder die falsche Antwort. Natürlich ausruhen und im Bett liegen. Das ist jetzt der dritte Punkt auf der Idiotenskala. Gut, kommen wir zur dritten und letzten Frage. Sie sind total verschwitzt und Ihre Mutter sagt, dass Sie sich ausgiebig waschen sollen. Was machen Sie? Sich waschen oder nur die Stinkesocken wechseln? Wie, wegen ein bisschen Sport soll ich mich waschen? Nein. Also erstens, ich mache sowieso nicht das, was meine Mama mir sagt. Und zweitens, Socken tauschen, das reicht doch da, oder nicht? Oh Gott. Noch eine falsche Antwort. Das ist der vierte Punkt auf der Idiotenskala. Damit ist dann der Idiotentest beendet. Und wie war mein Test? Wie habe ich abgeschnitten? Bin ich jetzt ein Idiot oder nicht? Wahrscheinlich nicht, oder? Es tut mir leid, Ihnen das mitteilen zu müssen, aber Sie sind wirklich ein hoffnungsloser Fall. Sie sind ein Idiot. Bitte, habe ich das gerade richtig gehört? Sie haben mich Idiot genannt, also das ist schon ein bisschen beleidigend. Wie können Sie mich so nur nennen? Genau genommen sind Sie sogar ein Vollidiot. Sie hätten alles falsch beantwortet. Eieiei, 4 Punkte auf der Idiotenskala, das gab's noch nie. Also tut mir leid, ich glaube nicht, dass ich ein Idiot bin, weil ich bin einfach nur ein Kind und da macht man das, was halt immer Spaß macht. Ist halt so. Ach ja, und eins wollte ich noch sagen, bevor ich gehe. Ich glaube, Sie hätten die Frage mit dem Duschen genauso beantwortet. So wie Sie stinken, Sie wechseln doch bestimmt wahrscheinlich nur Ihre Socken. Ich ein Idiot? Niemals. Und an so einem Idiotentest würde ich, glaube ich, niemals teilnehmen. Nicht ich, Julian Vogel. Emma, das kommt überhaupt nicht in Frage. Du bist doch viel zu jung dafür. Aber wieso denn, Hanna? Was ist dein Problem? Du willst niemals teilen. Alles willst du immer nur für dich behalten. Was soll das denn heißen? Das ist doch kein Gegenstand, den ich teile. Was ist denn hier los? Warum streitet ihr euch denn? Ich meine, das kenne ich von euch beiden gar nicht. Steckt Julian vielleicht dahinter? Aber ich sehe ihn gar nicht. Oh, Mama, gut, dass du da bist. Kannst du mal bitte Hanna sagen, dass sie ihre Sachen mit mir teilen soll? Sachen kann ich ja auch teilen. Aber Emma will sich mit mir Dave teilen. Wenn sie in die Kita geht, will sie Dave mitnehmen, um anzugeben. Das geht doch gar nicht. Oh, ich will ihn doch nur einen Tag mitnehmen und den anderen Kindern zeigen, damit ich so tun kann, als wenn ich schon groß wäre und ein bisschen, ja, damit die mich cool finden. Emma, das ist wirklich eine tolle Idee. Das kannst du echt vergessen. Dave ist mein Freund und das bleibt er auch. Oh, Hanna, Mann, mit dir kann man einfach nicht reden. Tu mir doch mal bitte den Gefallen. Emmalein, da muss ich leider deiner Schwester Hanna recht geben. Das kannst du nicht machen. Du kannst nicht einfach ihren Freund ausleihen. Oh, ich finde das echt unfair. Ich glaube, Dave hat ja gar nichts dagegen. Wenn er das nächste Mal da ist, frage ich ihn einfach und dann sagt er bestimmt ja. Und wenn Dave nein sagt, dann kann ich ihm vielleicht ein paar Süßigkeiten kaufen. Dann sagt er bestimmt ja. Ach, ihr wart das an der Tür. Kann ich euch irgendwie weiterhelfen? Ich habe euch noch nie hier gesehen. Sind wir hier bei Julia? Ist das hier ein Haar? Wohnt er hier? Oh, du Depp, sei doch einfach ruhig. Wohnt der Julian hier? Ach, ihr seid Freunde von Julian. Toll. Ja, natürlich.
Sag mal, wie alt bist du eigentlich? Du hast ja schon ein Tattoo. Ist das nicht eigentlich ab 18? Das ist von einem Kaugummi. Die kann man draufkleben. Immer die gleichen Fragen. Oh, ey. Ach so. Cool, ja. Können wir jetzt nicht mal zu diesem Julian ihn endlich begrüßen? Ach so, ja. Ihr wart ja noch nicht hier. Julian ist oben in seinem Zimmer. Der wartet bestimmt auf euch, wenn ihr zum Spielen verabredet seid. Lass uns nach oben schnell hinter uns bringen. Ich habe keine Lust. Ich habe in einer Stunde habe ich den nächsten Prügeltermin. Ich meine Begrüßungstermin. Also das ist wirklich ein bisschen seltsam. Julian hat mir gar nicht erzählt, dass er heute Besuch bekommt. Und warum sind die eigentlich so groß? Die gehen doch nicht mehr in die Kita, oder? Und links. I like to move it. Ist das ein Remix? Julian, Entschuldigung, ich wollte dich nicht beim Tanzen jetzt hier unterbrechen, aber deine Freunde sind da. Ach so, das ist bestimmt Julius. Ja, der soll auch reinkommen. I like to move it, move it. Und 1, 2, 3 und auf den Popo. Oh Mann, also der verdient sowas vom Prügel, was wie der macht schon er da tanzt. Eigentlich? Aber hey, wer seid ihr denn? Also, ihr seht ja nicht so aus wie Julius. Was wollt ihr hier? Wer seid ihr? Hey, wo willst du denn hin? Das ist mein Bett. Oh Mann, das sieht ziemlich gemütlich aus. Ja, das ist auch gemütlich, aber du darfst da nicht rein. Hey, bitte nicht, bitte. Hey, cool, du hast ja sogar Subway Surfers. Ey, was soll das? Das ist mein Tablet. Ich hab kein Tablet. Ich hab meins letztens kaputt gemacht, weil ich mich so aufgeregt habe über Subway Surfers. Hey, bitte nicht meins auch kaputt machen. Wer seid ihr überhaupt und was wollt ihr hier? Geht bitte raus, ich kenne euch gar nicht. Also, wir kennen dich auch nicht, aber wir wurden hier einfach hingeschickt und jetzt warten wir noch auf jemanden. Da kommt noch wer. Wer, Julius? Oh Mann, ist das gemütlich. Nee, um den Julius, den müssen wir uns später kümmern. Da haben wir auch noch einen Termin. Hey, doch nicht mit deinen Sachen da rein und mit den Schuhen. Hey, och, nö, du bist doch viel zu groß. Warum seid ihr außerdem so riesig? Oh Mann, wo bleibt der denn? Ich hab gar keine Lust mehr. Einfach verprügeln und dann ab weg. Oh, chill doch, Mann. Du regst mich total auf. Noch so ein Ding und ich mache ihr das Tablet kaputt, klar? Ja, aber wer seid ihr denn überhaupt? Ich verstehe gar nicht. Was habt ihr mit Julius denn vor? Wollt ihr mit dem spielen oder was? Hör mal zu, du bist doch der kleine Julian, oder nicht? Ja, kleine, ich bin der Julian. So, okay, und wir warten hier noch auf jemanden und du bringst mir in der Zwischenzeit was zu essen, damit das klar ist. Hast du mich verstanden, Kleiner? Bring mir was zu essen. Ja, natürlich, ich bring dir was zu essen. Oh Mann, wer sind die denn nur und warum sind die wieder so brutal? Na, Julian, habt ihr Spaß? Wer sind eigentlich deine neuen Freunde? Die haben sich mir gar nicht vorgestellt und möchtet ihr vielleicht was trinken oder so? Wenn ich die nur kennen würde. Nein, Mama, danke. Ich kümmere mich schon drum. Och Mann, immer trifft mich sowas. Okay, also anscheinend möchte Julian mir sie nicht vorstellen. Aber ich als Mutter muss ja auch nicht alles wissen. Oh, was kann ich so einem denn nur zu essen bringen? So wie der aussieht, frisst er doch den ganzen Kühlschrank hier auf. So, ich wusste leider nicht, was du essen möchtest. Deswegen habe ich hier dieses Stück Fleisch einfach rausgeholt. Vielleicht reicht das ja. Ich hoffe. Ich glaube, das sind 10 Kilo etwa. Ach, sieh mal einer an, wer da ist. Hey, was bist du denn hier? Och Mann, nicht schon wieder der große Julian. Sag mal, wie kommst du überhaupt hier rein? Und auch du hast sie geschickt, ist ja klar. Ja, ich hab sie geschickt. Und genau aus einem Grund, weil wir dich heute verprügeln werden. Aber sowas von. Aber wieso denn? Wir hatten doch gar nichts mehr miteinander zu tun und... Ach ja, ich hab vergessen. Du bist einfach so fies. Stimmt ja. Ja, genau, das stimmt. Und genau deswegen kriegst du jetzt richtig Ärger. Oh Mann, kann mir niemand helfen? Hallo, Hilfe. Emma, tut mir leid, aber ich verstehe das nicht ganz. Wieso denn nicht? Das ist doch ganz einfach. Du kommst bei meinem ersten Kita-Tag mit mir mit. Vielleicht hältst du auch noch meine Hand. Sagst, dass ich eine richtig tolle Freundin bin, das coolste Mädchen, was es gibt. Und das war's auch schon. Aha. Du klär das am besten mit Hannah ab. Also ich weiß nicht, ob ich das so einfach machen kann. Ich geh mal zu dem Julian. Der scheint irgendwie Besuch zu haben. Ich kenne die Jungs gar nicht. Lass ihn nicht los. Halt ihn fest. Hilfe! Hilfe! Sag mal, Julian, was ist denn hier los? Hey, was soll das? Verschwinde, wir haben hier zu tun. Wir sind Freunde von Julian und wir spielen hier nur was. Hey, das geht dich gar nichts. Bist du nicht etwa der Sohn vom Zahnarzt? Oh nein, was hat der denn hier zu suchen? Oh Gott, kennst du den Jungen hier? Ach, warte mal. Ja, ich weiß, wer ihr seid. Natürlich, ihr seid doch die beiden, die letztens mit Karies bei meinem Vater waren. Oh, Dave, ich muss sagen, ich war noch nie so froh, dich zu sehen. Kennst du die? Kannst du mich bitte beschützen? Bitte. Nein, wir wollten ihm überhaupt nichts tun. Seid ihr euch sicher? Wir sind echt nett zu ihm, ja. Und das Hauptsache, nicht so aus. Dein Vater wird uns nicht beim nächsten Termin wieder alle Zähne anbohren. Ja, seid immer vorsichtig. Nein, natürlich nicht. Wir wollten ihm nur, ich wollte nur seine Haare bewundern. Und guck, ich habe fast die gleichen Haare wie er, nur eine andere Haarfarbe. Ich mag den Jungen und dich auch. Sag mal, seid ihr jetzt total verrückt geworden? Was soll das? Wir wollten ihn verprügeln.
Ja, aber du hättest uns auch sagen können, dass er den Sohn von diesem Zahnarzt kennt. Sag mal, weißt du, wie schlimm dieser Zahnarzt ist? Ich war letztens da und der hat mir 3 Spritzen gegeben. Das war, glaube ich, seine Schuld. Ich mach mich auf jeden Fall vom Acker. Julian, du bist mein allerbester Freund. Ich mag dich wirklich gern und schöne Grüße an den Zahnarzt. Ja, genau. Und wir werden auch immer wieder fleißig unsere Zähne putzen, so wie er es wollte. Los, weg hier. Oh, okay, macht's gut. Oh, Dave, ich war noch nie so froh, dass du hier bei mir im Zimmer warst. Oh, das kann doch nicht sein. Super, da engagiere ich mal so eine Prügelbande und die haut jetzt ab. Und ihr beiden, wenn ich das noch einmal sehe, ne, dann sage ich das meinem Vater, damit das klar ist. Wir machen sowas nicht mehr. Wir gehen in Rente, ja? Nein, wir wollen nur noch Zähne putzen, ja, nichts genau. anderes. Ja, genau. Und danke fürs Spielzeug beim Zahnarzt. Fand ich echt klasse. Los, verschwinde. Ich habe keine Lust mehr auf den Zahnarzt. Ah, toll. Ihr Angsthasen. Ah, toll. Julian, beim nächsten Mal erwische ich dich. Hey Dave, also ich weiß, wir verstehen uns nicht so gut, aber vielen Dank, du hast mir echt geholfen heute. Julian, du, kein Problem, also ich helfe doch immer wieder gerne, also du weißt, ich möchte ganz gerne mit dir befreundet sein. Ja, also du hast mir echt geholfen, weil ich hatte ziemliche Angst und die waren auch so groß und wie, die haben Angst vor einem Zahnarzt. Ach Julian, das ist eine lange Geschichte, die hatten Zahnprobleme und die mussten immer wieder da und dann haben sie mich gesehen. Naja, egal, du Julian, wollen wir vielleicht was spielen? Nope, tut mir leid, ich bin mit Julius verabredet und raus aus meinem Zimmer jetzt. Naja, gut, dann ist er zumindest jetzt wieder der alte Julian. Ja, ich bin schon raus. Und Dave, hast du dir überlegt? Ich meine, wenn du Nein sagst, kriegst du ein paar Süßigkeiten. Steht das jetzt oder nicht? Oh, was ist das bloß für ein Katastrophentag? Es ist total stressig. Ich musste sogar Emma ein paar Minuten jetzt allein zu Hause lassen und Julian ist nur am Trödeln. Julian, kommst du bitte? Ich muss eigentlich noch einkaufen gehen. Wie soll ich das alles schaffen? Aber guck doch mal, ich habe hier so eine Turnstange entdeckt. Können wir nicht ein paar Minuten noch hierbleiben, bitte? Dann werde ich auch fit für den Sommer. Och, Julian, da haben wir wirklich jetzt keine Zeit für. Ich muss unbedingt noch ein paar Besorgungen machen. Und Emma ist allein zu Hause. Ob das gut geht? Oh, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Einkaufen? Das wäre doch mal cool, wenn ich alleine einkaufen gehen könnte, oder? Julian, kommst du jetzt endlich? Du, Mama, also ich kann dir vielleicht ein bisschen helfen. Helfen? Was sagst du dazu, wenn ich einkaufen gehen würde? Alleine, weil ich bin ja bald schon auch ein großes Kind. Ich bin ja bald ein Schulkind und das sollte ich jetzt so langsam lernen, oder? Also eigentlich hat Julian ja recht. Er ist jetzt schon 6 Jahre alt und wird eingeschult. Der müsste es hinkriegen, aber es ist nun mal Julian. Also gut, Julian. Du musst ja auch schließlich irgendwie mal was dazulernen. Du gehst einkaufen. Also Julian, ich werde dir jetzt das Geld mitgeben. Okay. Und dann holst du bitte, jetzt musst du gut aufpassen, 6 Eier, 4 Äpfel und eine Milch. Also das hier müsste auf jeden Fall reichen. Ja, hast du verstanden, damit, was du holen sollst? Ja, natürlich. Aber Mama, ich hab's doch verstanden. Ich bin doch nicht blöd. Also 6 Eier, 4 Äpfel und einmal Milch kriege ich hin. Also gut, Julian, ich habe ganz, ganz großes Vertrauen in dich. Du kriegst das hin, das packst du, bist schon groß. Oh, klasse, I like to move it. Ich darf alleine einkaufen, super, das durfte ich noch nie. Was mache ich denn mit diesem Geld? Vielleicht kaufe ich mir ein neues Skateboard oder ein neues Tablet. Julian, das will ich aber jetzt nicht gehört haben. Außerdem gibt es sowas überhaupt nicht im Supermarkt. 6 Eier, 4 Äpfel, eine Milch, nicht vergessen. Oh Mama, natürlich würde ich mir sowas nicht kaufen. Niemals würde ich mir ein Tablet kaufen. Nein, ich weiß, dass das nicht genügend Geld ist. Ich vergesse das schon nicht. Ich bin Julian Vogel. Also, ich drück dir die Daumen. Das wird schon gut gehen, hoffe ich zumindest. Wir sehen uns dann zu Hause. Den Weg kennst du ja, ne? Oh, natürlich kenne ich den Weg zum Supermarkt. Also bitte, ich bin Julian Vogel. Ich kenne fast alles. Also alles, was hier in der Nachbarschaft ist. Okay, klasse. Da ist ja schon der Supermarkt. Also was hat mir Mama nochmal gesagt? Was soll ich kaufen? Also ich glaube, 4 Kartoffeln, 3 Äpfel... Ah, nein, natürlich nicht, natürlich, es war doch irgendwas mit, ja genau, einmal ein Ei, dann brauche ich, glaube ich, noch, vielleicht ein paar Schokolade sollte ich kaufen, stimmt. Oh, klasse, jetzt darf ich mal den Einkaufswagen hier alleine anschieben, endlich, und nicht mit Emma, die will das immer machen. Oh, ich weiß, dieser Einkaufswagen ist ein Skateboard für alte Menschen, weil, ist ja fast so wie ein Skateboard, da sind auch Räder dran und so, aber ist eher was für alte Menschen. Weil man kann damit auch so Tricks machen, wie hier, schaut mal, hey, I like to move it, na, könnt ihr das auch, hä? Oh, das war knapp. Ich wäre fast schon in den Einkaufswagen gefallen. Okay, Spaß vorbei. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich muss Mama zeigen, dass ich wirklich einkaufen kann, weil dann kann ich immer alleine einkaufen und mir Süßigkeiten kaufen zwischendurch. Okay, als erstes Eier. So, wie viele Eier waren das nochmal? 1, 6? Ich glaube 6. Oh Mann, warum sind die so schwer? Ab in den Einkaufswagen. So, die Eier sind schon mal da. Warte kurz. Julian, denk nach. 6 Eier, das wäre doch viel zu viel. Wir sind nur... Mama, Papa, Emma, Hanna, ich... Wir brauchen nur ein Ei, natürlich. Okay, perfekt. Dann bleibt noch ein bisschen Geld für mich über, vielleicht sogar so. Ein Ei kommt hier in den Einkaufswagen, der Rest wieder zurück. Oh, ich will mal nicht hoffen, dass das Ding hier kaputt geht im Einkaufswagen. Das wird ja hin und her rollen. So, kleines Ei, du kommst jetzt hier in die Ecke.
Und weiter geht die Einkaufstour von Julian. Was brauche ich jetzt als nächstes? Birnen? Nein, Äpfel. Also ist das ein Apfel? Nein, das ist kein Apfel, das ist doch eine Ananas. Und das sind Bananen. Ich sehe keine Äpfel hier. Aber Mama hat doch Äpfel gesagt. Oder war es doch was anderes? Ich muss jetzt mal scharf überlegen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie Bananen nicht gesagt hat. Also diese Dinger, die sehen doch aus wie Äpfel. Und grüne Äpfel gibt sie auch. Ja, natürlich. Und das? Nein, das ist eine Ananas. Sehe ich doch. Okay, dann nehme ich einfach 4 von diesen Wassermelonen. Die sehen ja fast aus wie Äpfel. Aber warum sind die so... Boah, warum sind die alle so schwer, die Sachen hier im Supermarkt? Okay, ich habe das Ei, ich habe die Äpfel oder auch Melonen, aber ist ja beides das gleiche fast. Was fehlt mir denn noch? Denk nach. Oh yes, jetzt ist mir wieder eingefallen. Milch. Mama hat Milch gesagt. Und da sehe ich auch schon eine. Aber wie komme ich da denn dran? Das ist da ganz hinten. Muss ich jetzt hier extra durch oder wie? Oh toll, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie viel Milch ich mitbringen sollte. Moment, junger Mann, wohin geht's denn? Wie kann ich dir helfen? Junger Mann, wer ist das? Ach so, ich bin das. Ja, ich bin Julian. Ich heiße nicht junger Mann. Ich hätte gerne 6-mal Milch. Also, das tut mir wirklich total leid, aber wir haben nur noch eine Milch. Also, heute haben schon so viele Leute Milch gekauft. Oh, das ist die letzte. Das ist nicht so gut. Naja, gut, okay, dann nehme ich den einen hier mit, diese eine Milch. Aber wenn ich jetzt nur mit einer Packung nach Hause komme, dann gibt's auch richtig Ärger. Die wollte doch eigentlich 6-mal Milch. Oh, Mann. Ich könnte ja... Ja, natürlich. Ich nehme einfach noch hier 5 Packungen Apfelsaft. Dann passt das, weil ich habe auch keine Äpfel gekauft. Aber das passt dann super. Klasse. Julian, du bist so klug manchmal. Okay, ich muss nochmal nachdenken. Ich habe, glaube ich, alle... Das waren 3 Sachen, glaube ich, oder? Ja. So, junger Mann, das wär's. Das sind die Sachen, die du einkaufen möchtest? Mhm. Aber eins muss ich noch sagen. Ich bin nicht junger Mann. Ich bin Julian. So, ich sehe ein Ei, 4 Wassermelonen und 5 Packungen Apfelsaft, 1 Packung Milch. Das macht dann 13 Euro. Hier, bitteschön. Also, das reicht leider nicht. Das sind nur 5. Also, eigentlich wären das jetzt 13 Euro. Wie, reicht das nicht? Oh, Mama hat mir aber nicht mehr mitgegeben. Och, mein Kleiner, das tut mir wirklich leid. Aber dann musst du ein bisschen was hier lassen. Du kannst nicht alles mitnehmen. Ja, gut. Okay, was krieg ich denn hier für 5 Euro? Ach, ich guck mal gerade. Also, ja, ich glaube, die Wassermelonen, die kannst du nicht alle mitnehmen. Und vielleicht lässt du auch noch was von den Apfelsäften hier. Passt das jetzt mit dem Geld oder geht das immer noch nicht? Doch, die Sachen kannst du jetzt mitnehmen. Also das kriegst du alles für 5 Euro und ja, das passt so. Oh, toll, wie soll ich denn jetzt die Wassermelonen nach Hause bringen? Die sind doch viel zu schwer. Ich glaube, ich nehme den Wagen einfach mit, den Einkaufswagen. Ach, echt süß, der Kleine. Schon ganz alleine einkaufen, ganz ohne Eltern. Ach. So, jetzt geht's ab nach Hause. Mama wird sich richtig freuen. Und das Ei, das halte ich dir hier die ganze Zeit in der Hand, damit es schön nicht kaputt geht, weil das ist ganz, ganz wichtig. Moment, halt, du musst den Wagen hier lassen. Oh, ich glaube, ich muss mich beeilen. Wie bitte? Ich verstehe sie nicht, ich muss nach Hause. Oh, toll, und jetzt will ich noch hin. Oh, das Ei. Oh, toll, das Ei ist hin. Naja, aber ich musste Opfer bringen. So, es geht weiter. Ab nach Hause. Halt, stehen geblieben. Der Wagen gehört hierher. Boah, war das knapp. Die ist einfach hinter mir hergerannt und jetzt bin ich ja zu Hause. Julian, wieso hast du denn den Einkaufswagen mit nach Hause genommen? Der sollte doch eigentlich im Laden bleiben. Mama, lange Geschichte, aber ist ja egal. Die Einkaufstour war erfolgreich, ich habe alles besorgen können. Was sehe ich denn da? Wassermelone, das habe ich dir aber nicht gesagt. Und Apfelsaft auch nicht. Außer der Milch hast du eigentlich nichts gekauft, was du solltest. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass ich dich einkaufen geschickt habe. Oh, das war ja auch irgendwie eine echt komische Idee. Oh, der sagt Jenny! Nein, er sagt Laurel, hörst du das nicht? Oh, jetzt bist du auch einer von denen. Also ich glaube wirklich, dass du nicht richtig hören kannst. Er sagt Laurel. Julian, du hast nicht recht. Das ist Jenny. Ich sag jetzt Papa und er hört bestimmt auch Jenny. Ich verstehe gar nicht, warum ich mit so einem Baby wie dir diskutiere. Die im Internet sagen auch alle Laurel und die andere Hälfte sagt Jenny. Das verstehe ich nicht. Ich höre nur Laurel. Oh Mann, hab ich einen Hunger heute. Also das erste Mittagessen hat mir gar nicht gereicht. Da muss schnell ein zweites her. Ich hoffe nur, dass die anderen das nicht mitbekommen. Papa, also heißt es Laurel oder Jenny? Jenny heißt es, ne? Nein, Laurel. Nein. Kinder, sag mal, was macht ihr denn hier? Und oh, wo kommt denn dieses Essen auf einmal her? Das wollte ich ganz bestimmt nicht essen. Papa, also wir haben doch eben schon zum Mittag gegessen. Warum willst du denn jetzt nochmal? Und wow, hast du dir eine Pizza bestellt? Und ist das ein Burger? Papa, jetzt sag doch schon, es heißt doch Jenny, ja, ne? Kinder, ich habe jetzt keine Zeit für eure Jugendsprache Jenny, oder was oder? Das auch sein soll. Geht jetzt bitte weg, ich muss jetzt hier Inventur machen. Komm, wir fragen Hanna, die sagt bestimmt auch Laurel. Nein, Jenny! Puh, also das war knapp. Ich sollte mich lieber beeilen, bevor Claudia zu Hause ist. Schnell alles aufessen. Also die Spaghetti eben waren zwar lecker, aber die haben nicht gereicht. Also jetzt wird's Zeit für die Pizza, ein bisschen Fleisch, Wurst und einen Burger. Hanna, es heißt doch Jenny. Nein. Doch.
Oh, nicht ihr auch noch. In der Schule haben die auch schon die ganze Zeit darüber diskutiert. Also, ich höre irgendwie beides. Oh Gott, ich hätte nicht so viel essen sollen. Ich kann mich ja kaum noch bewegen. Oh nein. Oh Gott, ich hatte ja den totalen Fressflash heute. Das war viel zu viel. Ich kann mich ja kaum noch bewegen. Oh Gott, mein Bauch, die Hose ist ja viel zu eng. Ich muss mich umziehen. Oh, ich muss irgendwie ins Schlafzimmer kommen, aber ich kann nicht mehr gehen. Ach, gut, im Liegen dann halt. Gleich geschafft, Martin, gleich geschafft. Jetzt nur noch diese Treppe hoch. Oh Gott, mein Bauch drückt so an die Hose. Oh, toll, ich muss irgendwas anderes anziehen. Am besten eine Jogginghose oder so. Oh, siehst du, es ist Laurel. Da steht über alle, die anderen sagen auch Laurel. Nein, Jenny. Guck, Julian, die ist ganz bekannt. Und die sagt auch Jenny. Und wenn die das sagt, dann ist das richtig. Das stimmt doch gar nicht, nur weil die bekannt ist. Oh, schon viel, viel besser. Kinder, worum geht's denn jetzt nochmal? Jetzt habe ich wieder ein bisschen Zeit und auch den Nerv dafür. Oh, Papa. Papa, wie siehst du denn was aus? Was ist das? Was denn, du Kinder? Du siehst total ulkig aus. Ach so, ja, das sind die alten was Klamotten von Mama, weil meine sind gerade in der Wäsche, deswegen habe ich hier die alten Klamotten an. Oh, Papa, warum hast du so einen großen Bauch? Ist da meine Schwester oder mein Bruder drin? Hallo, ich bin Emma. Oh, Emma, das ist gar nicht witzig. Ja, ich weiß, das sind die alten Klamotten aus der Schwangerschaft von deiner Mutter, aber meine sind halt gerade in der Wäsche und die anderen sind mir einfach viel zu eng. Also, Papa, ganz ehrlich, du kannst ruhig zugeben, wenn du schwanger bist, auch wenn das gar nicht geht, aber Papa, ist ja okay. Oh ja, hahaha, sehr, sehr witzig, ihr beiden. Ich gehe jetzt nach unten, ich brauche jetzt meine Ruhe. Also, ich finde das nicht so witzig. Ich habe halt ein bisschen zu viel gegessen. Na und? Also, die beiden, die sind sowas von kindisch. Also, die Hanna, die wird das bestimmt verstehen. Hey, Papa. Papa? Papa, wie siehst du denn aus? Wieso sind denn? Sind das Mamas alten Schwangerschaftsklamotten? Ach so, ja, genau, das ist witzig, ne, dass das die alten Klamotten sind und nicht, dass ich einen dicken Bauch habe, oder? Oh Gott, jetzt fällt's mir auf, Papa, das sieht total peinlich aus. Du hast einen riesengroßen Bauch und gleich kommen Dave und Pia, das wird so peinlich. Ach bitte, Hannah, was ist denn daran bitte peinlich? Also ich habe den Papa von Pia schon mal gesehen und der, naja gut, okay, der hat zwar nicht so einen dicken Bauch, das ist doch nicht so witzig jetzt, oder? Nee, witzig ist das auch nicht, Papa. Peinlich. Du bist schwanger. Einen schwangeren Papa habe ich. Oh nein. Ja, hahaha. Sehr, sehr witzig, Hanna. Da dachte ich, du verstehst das vielleicht mal, dass man vielleicht hier ein bisschen zu viel gegessen hat. Und du sagst direkt, ich bin schwanger. Das stimmt doch gar nicht. Hey, Hanna. Hey, ihr beiden. Alles klar? Ich habe direkt eine Frage. Jenny oder Laurel? Also ich sag Jenny. Oh, wow. Herr Vogel, ist bei Ihnen alles in Ordnung? Sie sind doch nicht schwanger, oder? Ah, hallo Kinder. Wie bitte, Dave? Was habe ich da gehört? Nein, natürlich nicht. Oh, ich habe einfach nur ein bisschen zu viel gegessen. Herr Vogel, also, das sieht schon ein bisschen lustig aus. Ja, also ich finde jetzt nicht, dass das lustig aussieht. Und wo? Ach so, Jenny oder Laurel. Ja, ich sag auch Jenny, wieder Dave. Dave, du hast recht. Also Herr Vogel, mich würde viel mehr interessieren, wie sie so schnell einen dicken Bauch bekommen haben. Also letztes, wo ich sie noch gesehen habe, da waren sie eigentlich relativ fit. Ach Mensch, Kinder, kann man nicht einmal ein bisschen zu viel essen? Wisst ihr was, geht einfach auf euer Zimmer. Ich habe jetzt keine Zeit dafür, für diesen Blödsinn. Oh Leute, tut mir echt leid mit meinem Papa. Papa, kannst du nicht verschwinden? Du siehst heute so peinlich aus. Ich sehe peinlich aus. Ob die sich schon mal im Spiegel angeguckt haben, alle, was für Klamotten die anhaben. Also ich finde, ich sehe nicht peinlich aus. Ich finde, ich sehe hübsch aus. Hey Papa, da bist du ja. Wir müssen über eine ziemlich wichtige Sache ja, mit dir genau. reden. Ganz, ganz wichtig. Oh, okay, scheint ein ernstes Thema zu sein. Ja, was ist denn los? Also, Papa, wenn das Baby, was aus deinem Bauch kommt, das kommt ja ganz bald, weil wenn der Bauch groß ist, kommt das Baby. Dann möchte ich, dass das Baby Jenny heißt. Und ich wäre dafür, dass es Laurel heißt. Oh, Kinder, was ist denn daran jetzt bitte wieder so witzig? Hä? Was ist daran jetzt so witzig? Könnt ihr mir das mal bitte einmal erklären? Papa ist schwanger. Ja, das ist so witzig und daran. Und ich dachte, Mama sei schwanger. Oh, ich bin verwirrt. Oh, Gott sei Dank, es klingelt. Oh, Kinder, jetzt kriegt euch mal wieder ein. Hallo, ich bin wieder da. Wo seid ihr denn? Hier hat aber jemand mächtig zugeschlagen. Ich hatte doch schon alles abgeräumt vom Mittagessen. Wer hat denn hier nochmal gegessen? Ach, hallo Schatz. Endlich bist du zu Hause. Hier machen sich alle über mich lustig. Sie sagen, ich wäre schwanger oder so. Nur weil ich ein bisschen viel gegessen habe heute. Martin, wie siehst du denn aus? Hast du etwa meine alten Schwangerschaftsklamotten an? In welchem Monat bist du denn? Dein Bauch ist ja riesig. Ahahahaha, ihr seid alle ganz witzig hier im Haus. Ich gehe jetzt ein bisschen Sport machen. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich glaube, eine Schwangerschaft kann man nicht durch Sport wegkriegen, aber du kannst dich ja ein bisschen anstrengen oder dich bemühen. Oder vielleicht mal weniger essen. Okay, Papa, du kannst loslegen. Ich bin bereit. Ich hoffe, ich habe gut gelernt. Okay, gut, Hannelein. Was heißt denn Doorbell auf Deutsch? Hier, Papa, ich weiß es. Türklingel. Okay, sehr gut, Schatz. Dann kommen wir direkt zur nächsten Vokabel. Was heißt denn Chair? Oh, wie einfach, Papa. Stuhl. Okay, dann geht's weiter. Was heißt denn Summer Vacation?
Papa, wie redest du denn? Also, was ist das denn für eine Sprache? Ist das Englisch? Julian, ja, aber ich habe jetzt keine Zeit dafür. Wir üben gerade Vokabeln mit deiner Schwester. Also bitte, raus. Ich muss mich vorbereiten, weil bei Herrn Mr. Handsome, da kann immer mal spontan ein Vokabeltest kommen. Ja, ist ja gut. Ich gehe schon. Julian, it's time to go to bed. Gehst du jetzt etwa ins Badezimmer? Weil ich wollte mich gerade fertig machen. Nee, ich war schon. It's time to go to bed. Was hast du gerade gesagt? Ich nehme das persönlich, ich nehme das sofort zurück. Oh, Emma, nein, das ist keine Beleidigung oder so. Ich glaube aber, das hat irgendwas mit Bett zu tun. Also ich glaube, wir sollen ins Bett oder du sollst ins Bett. Also mein Schatz, du hast das ziemlich gut hinbekommen heute, aber ein paar Lücken hast du noch. Also vielleicht nochmal vorm Schlafengehen checken, dann klappt das. Danke, Papa, dass du mich abgefragt hast. Ich wusste gar nicht, dass du so gut Englisch kannst. Tja, da hast du mal eine Überraschung erlebt. Und now it's time to go to bed. Emmerlein, wo möchtest du denn hin? Hast du schon deine Zähne geputzt? It's time to go to bed. Das ist goldrichtig. Jetzt habe ich hier schon alle mit dem Englischfieber angesteckt. Sehr gut. Boah, ich kann richtig gut Englisch. Ich werde noch bestimmt später mal Englischlehrer oder Professor. Also für mich heißt es noch nicht, it's time to go to bed. Ich brauche noch ein bisschen. Die Kinder können ja ruhig schon ins Bett, aber ich brauche jetzt ein paar Minuten mal für mich. Oh, schön hier ein bisschen auf dem Sofa faulenzen und ein bisschen Fernseh gucken. Wo ist Martin denn? Ich dachte, der sei schon ins Bett gegangen. Wo steckt der denn bloß? Also wenn er jetzt unten auf dem Sofa eingeschlafen ist, werde ich ihn bestimmt nicht ins Bettchen tragen, so wie ich das immer mit den Kindern mache. Ich gehe jetzt schlafen. Klopf, klopf. Hallo, Papa. Kannst du mir einen Kakao machen? Emma, was ist denn los mit dir hier mitten in der Nacht? Ab ins Bett mit dir. Es ist doch nicht nachts. Die Sonne ist doch schon draußen. Es ist schon morgens und ich will meinen Kakao trinken. Du machst das bitte für mich, weil du hast doch frei. Was? Wie bitte, Emma? Oh, ja, es ist ja schon hell draußen. Habe ich die ganze Nacht hier durchgepennt? Aber das ist natürlich nicht so toll. Ja, und du sagst immer, wir sollen Strom sparen. Die ganze Nacht war der Fernseher an, Papa. Oh, oh. Ja, natürlich sehr vorbildlich, Emma. Strom sparen und so. Erzähl deiner Mutter nichts davon. Ich mach dir jetzt einen Kakao. Papa, den Kakao hast du richtig gut gemacht. Aber Mama macht ihn mir eigentlich immer ein bisschen besser noch. Ja, sehr schön, Schatz. Warum bin ich doch so müde? Ich könnte direkt hier im Stehen schlafen. Oh Mann. Papa, schläfst du? Das Telefon klingelt. Du musst rangehen. Ach, was? Ich bin wach. Ja, ich geh schon dran. Martin Vogel hier, bitte? Ach, Harry, du bist es. Warum rufst du denn so früh an? Du bist krank? Ja, gute Besserung. Aber wie, ich soll deinen Unterricht übernehmen? Aber ich bin doch gar kein Englischlehrer. Bist du denn verrückt geworden? Oh, Englischlehrer? Papa soll Englischlehrer werden? Das ist doch mein Beruf dann. Ach, Harry, wie kommst du denn jetzt auf diese Idee? Ich bin doch Feuerwehrmann, Mensch. Oh, und mit Kindern, ich weiß nicht, ob ich das so gut kann. Ach, toll. Harry, nee, das kann ich nicht machen. Harry? Hallo? Ach, toll, jetzt hat er schon aufgelegt. Jetzt muss ich wirklich zur Schule? Ja gut, alles klar. Emma, du hast gehört, ich bin kein Feuerwehrmann mehr. Oh, klasse, Papa. It's time to go to bed. Mm. Ach, Emmalein, wenn es nur so wäre. Dabei habe ich doch heute frei und ich wollte den ganzen Tag eigentlich schlafen. Ach, jetzt muss ich mich umziehen. Was ziehen denn Lehrer so eigentlich an? Ich meine, ich muss ja gut ankommen bei den Kindern. Papa, was machst du denn hier? Ich dachte, du hättest frei. Und warum hast du deine Uniform an? Das erzähle ich dir gleich, mein Schatz. Ja, gut, das ist eine kleine Überraschung. Mama ist noch am Schlafen. Hier, ich habe dir dein Pausenbrot schon vorbereitet. Hannah, ich werde heute Mr. Handsome vertreten. Also, ich bin heute euer Lehrer. Und da dachte ich mir, ich ziehe hier meine Feuerwehruniform an, weil das schindet wahrscheinlich Eindruck. Oh nein, Papa, das darf doch nicht wahr sein. Nicht du auch noch. Mama war doch letztens schon Lehrerin und das war echt peinlich genug. Oh, bitte nicht, Papa. Ach, Anna, bitte. Also ich bin doch nicht so peinlich wie deine Mutter. Ich bin dein Papa, der als Feuerwehrmann jetzt Lehrer sein wird. Und außerdem, du darfst mit mir mitfahren im Auto. Hä? Besser geht's doch gar nicht. Also. Papa, das ist wirklich einfach nur peinlich. Und dann noch mit der Uniform. Kannst du nicht vielleicht irgendwie sagen, dass du von jemand anders der Vater bist und nicht mein Vater? Lisa, wir haben heute die erste Stunde wieder Englisch. Ich freue mich richtig, Mr. Handsome wiederzusehen. Hey, guten Morgen, Hannah. Du wärst ja fast schon zu spät gekommen. Hallo, Herr Vogel, was machen Sie denn hier? Ach, Dave, frag lieber nicht. Es ist eine Katastrophe. So, Martin, konzentrier dich und zieh es durch. Guten Morgen, Kinder. Good morning. Ich werde heute Mr. Handsome vertreten. Ich bin heute euer Englischlehrer. Was? Mr. Handsome ist nicht da? Oh Mann, das darf doch wohl nicht wahr sein. Der hätte hier auch im Bett liegen bleiben können. Aber guck doch mal, er hat genauso coole Haare wie Mr. Handsome, nur in einer anderen Farbe. Oh, Hannah, also letztens war ja deine Mama noch Lehrerin und jetzt dein Papa? Oh, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, also wenn meine Eltern Lehrer wären. Wobei, die könnten ja Lehrer werden. Boah, Dave, ganz ehrlich, ich finde, es reicht langsam. Erst Mama, dann Papa. Stell dir mal vor, jetzt würden noch Julian und Emma auf einmal Lehrer. Hallo, ich hätte eine Frage. Ah, sehr gut, sehr gut. Schüler, die mitarbeiten. Ja, bitte, der junge Mann da hinten in der letzten Reihe. Also, ich wollte eigentlich nur fragen, wo brennt's denn?
Habt ihr es gecheckt? Weil er hat eine Feuerwehruniform an und... wo brennt's? Klasse. Oh, Richie, das ist überhaupt nicht lustig. Und jetzt hör auf, dich über meinen Vater lustig zu machen. Dann stelle ich mich mal kurz vor. Ich bin der Martin Vogel, der Papa von Hannah. Ne? Kennt ihr? Hallo, Schätzchen. Ich bin's, dein Papa. Und auf Englisch könnt ihr mich auch Mr. Bird nennen. Oh Mann, ich kann nicht mehr. Jetzt fängt er noch an, da irgendwelche Vögel an die Tafel zu... Oder ist das das McDonald's-Logo? Also, ich habe heute auch was vor mit euch. Der Mr. Handsome, der hat mir erzählt, der macht ab und zu unangekündigte Vokabeltests. Und das machen wir heute auch. Na, wie bitte was? Och, nö. Oh, Papa, das kannst du doch nicht machen. Dein erster Tag hier und direkt ein Test? Du machst dich total unbeliebt. Okay, Kids, also die Zettel sind jetzt soweit ausgeteilt. Wenn ihr dann fertig seid, dann bitte einmal zu mir hier vorne. Ah, sehr gut. Das ist der Test von Pia, Luise. Sehr gut. Mal gucken, ob ihr denn alle gelernt habt. Oh, der Test von Papa war echt schwierig. Ich glaube, ich habe ein paar Fehler gemacht und ich habe auch nicht alles gewusst. Ja, aber Hannah, denkst du wirklich, er gibt dir eine schlechte Note? Ich meine, du bist seine Tochter und ich glaube nicht, dass ihm das gefallen würde. Alles klar, Kinder. Ich habe die Tests jetzt soweit auch schon kontrolliert. Das ging ja ganz, ganz schnell. Die kriegt ihr auch sofort wieder zurück. Oh, cool. Ah, yeah. Ich habe eine 1. Ich auch. Hey, Mr. Bird, also wollen Sie mich jetzt wirklich veräppeln? Doch, das ist meiner, da steht Richie. Ich habe eine 1-. Oh mein Gott, John, ruf meine Eltern an, ruf sofort meine Eltern an und meine Familie aus Playmobil Country. Ich hatte noch nie eine 1. Naja, und die größte Überraschung, die habe ich mir zum Schluss aufgehoben. Hannah, bitteschön. Was, eine 5+? Och Mann, ich habe echt manche Sachen nicht gewusst und die Sachen, die ich wusste, waren alle falsch. Ich bin jetzt echt die Schlechteste in Englisch hier in der Klasse. Selbst Richie ist besser als ich. Och, das gibt's doch nicht. Oh, okay, Hannah. Also ich muss alles wieder zurücknehmen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass dein Vater dir wirklich eine 5+ gibt. Oh Mann, klasse. Alles klar, Kinder. Da klingelt es auch schon. Ab in die Pause mit euch. Vielen Dank. Mr. Bird, ich wollte nochmal mit Ihnen reden. Ja, Richie, soweit ich weiß, hast du eigentlich einen sehr, sehr guten Vokabeltest. Gibt's irgendein Problem? Also, ich wollte mich einfach nur bedanken. Danke und mich auch für die blöden Witze entschuldigen. Also, vielen Dank, Mr. Bird. Oh Gott, jetzt hat Richie auch noch Papa umarmt. Und ich habe diese schlechte Note. Oh, Katastrophe. Da würde ich mir echt wieder Mama als Lehrerin zurückwünschen. Richie, du brauchst mich hier nicht umarmen. Das ist schon gut, schon gut. Also, ich freue mich auch, dass meine Schüler hier gute Noten schreiben. Ja, bis auf meine Tochter. Also, Mr. Bird, ich muss schon sagen, Sie sind wirklich ein sehr, sehr guter Lehrer. Können Sie nicht unser Englischlehrer werden? Also als nächstes brauche ich die Farbe grün. Wer hat die? Oh, das wird ein total tolles, großes Bild. Und ich werde als nächstes hier eine Blume malen, eine ganz große. Da brauche ich viel Platz. Oh, Julian, was machst du denn davon gekrickel? Das soll schön werden. Aber was soll das denn jetzt bitte heißen? Weißt du, dass mein zweiter Name Julian Picasso Vogel ist? Das weißt du gar nicht. Ich bin ein richtiger Künstler. Also pass lieber auf. Also ich finde, ihr seid alle ganz große Künstler. Und ich finde es richtig toll, dass ihr gemeinsam zusammen spielt und malt. Oh, so, da wären wir. Oh, mussten wir jetzt hier hin, Mama? Mal schauen, ob Familie Vogel da ist. Ach, Maren, mein Schatz, meinst du wirklich, das ist eine gute Idee? Ich finde, wir sind viel zu großzügig. Also, wir sind viel zu nett. Da hat gerade jemand geklingelt. Ich werde mal kurz hingehen, Kinder. Wer steht denn da vor der Tür? Die Familie Schnösel. Hallo. Oh, habt ihr das gehört? Familie Schnösel. Och, nö. Oh, ich kann mich hier vielleicht in dem Eimer verstecken. Die gehen mir total auf die Nerven. Gibt's irgendeinen Anlass? Oder seid ihr einfach nur so hier? Maren, Schatz, meinst du wirklich, das sollen wir tun? Also, das ist echt eine Menge Geld. Ach, Mike. Claudia ist meine Schwester und außerdem, möchtest du nochmal hier in diese Wohnung kommen mit den furchtbaren Möbeln? Das ist ja wieder sowas von typisch. Oh, was ist das denn? Was machen die da? Ach nee, Familie Schnösel, wir malen, was soll das denn sonst sein? Bitte, malen? Auf dem Boden? Habt ihr keine richtigen Hobbys, sowas wie Springreiten oder, ich weiß auch nicht, Voltigieren oder so? Ach, bitte, wie amateurhaft ist das denn? Wenn ihr malt, dann bitte mit Öl auf einer Leinwand zum Beispiel. Oh, bitte. Es gibt so viele tolle Sachen, die man machen kann. Kochkurse besuchen, Sport treiben, aber malen auf dem Boden, das gehört wirklich nicht dazu. Oh, Mike, also ich finde, wir sollten das wirklich machen. Ich verstehe es immer noch nicht. Ja, los, komm. Worum geht's eigentlich? Was wollt ihr wirklich machen? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Mike, los, sag denen Bescheid und ich lenke Claudia ab. Also, Claudia, wie soll ich sagen? Wir haben da eine kleine Überraschung für euch. Überraschung? Ja, neue Möbel. Also, wir ersetzen euch diese alten, furchtbaren Möbel. Bitte was? Alte Möbel? Bei uns ist doch alles relativ neu. Oh, Claudia, bitte. Das ist sowas von vorgestern alles hier. Wir haben neue Möbel für euch bestellt aus Paris. Ja, perfekt. Bitte einmal hier rein. Dankeschön. Halt, stopp. Damit bin ich überhaupt nicht einverstanden. Alles zurück.
Ich will das gar nicht. Ich bin hier die Eigentümerin. Also, alles zurück. Wir haben das nicht bestellt. Also, tut mir leid, junge Dame. Wir wurden von Familie Schnösel hier beauftragt, diese Möbel hier abzuladen. Um was anderes kümmern wir uns einfach nicht. Ach, Claudia, komm, beruhig dich doch mal. Komm mal mit. Wir gehen mal hier die Treppe hoch. So, jetzt atme mal tief durch. Also, das sind wunderschöne Möbel aus Paris. Also, stell dich nicht so an. Aber wollt ihr uns nicht vorher fragen? Also, das war ja mal sowas von klar. Tante Claudia, die hat überhaupt gar keinen Geschmack. Das ist egal, was man ihr vorsetzt. Die hat einfach kein Auge für sowas. Was wird das denn? Hanna, Emma, wisst ihr was davon? Das gibt's doch nicht. Die bauen unsere Küche einfach ab und bauen da irgendwas anderes auf. In Gelb. Und was ist mit meinem ganzen Kakaovorrat? Der ist doch auch da in der Küche drin. Mama, kannst du mir mal bitte erzählen, was das hier soll? Krieg ich auch ein neues Zimmer? Wenn ja, will ich einen Fernseher auf jeden Fall und ein zweites Tablet. Nein, ich weiß selber nicht, was das hier soll. Ich wusste davon nicht. Claudia, komm, beruhig dich. Es wird alles schön. Du weißt, dass ich einen exzellenten Geschmack habe und ich habe das für euch ausgesucht, weil ich endlich mal hier eine schöne Wohnung vorfinden wollte. Alles klar, sehr gut. Also die alten Möbel können Sie dann bitte wieder mitnehmen. Das sieht doch alles sehr, sehr schön aus. Also hier kann man doch vielleicht jetzt mal wohnen. Vielen Dank auch für die schnelle Lieferung. Oh nein, jetzt sind die Sachen wirklich hier? Das ist überhaupt nicht mein Geschmack. Was soll das alles? Ich meine, Maren, du wohnst doch gar nicht hier. Wie kannst du sowas bestimmen? Mama, guck dir mal die Stühle an. Die sehen total komisch aus. Die Stühle sehen wirklich richtig seltsam aus und ich weiß gar nicht, ob ich da hochkomme. Ich brauche eine Leiter. Oh, wirklich toll geworden. Also ich Mike, bin überzeugt, doch, das war eine gute Idee. Ja, doch, wirklich. Also das sieht so toll aus. Endlich mal ein bisschen schöner. Und das könnte ich mir fast auch bei mir zu Hause vorstellen, diese neue Kollektion. Pappalapapp, neue Kollektion, das ist uns egal. Ich will das alles nicht haben. Das kommt sofort wieder weg. Also ich muss sagen, neu ist immer gut. Aber hätten die uns trotzdem nicht Bescheid geben können? Also das finde ich nicht so toll. Oh, Julian, man merkt total, dass du von der Familie Vogel abstammst. Wenn du zu uns gehören würdest, dann würdest du einsehen, dass es viel, viel besser ist. Ach, diese neue Möbellinie, die gefällt mir echt gut. Könnte ich mir auch für mein Kinderzimmer vorstellen. Ich wusste es doch. Die wissen es einfach nicht zu schätzen, was für tolle Möbel und wie teuer die überhaupt sind. Aber gut, ich kenne es nicht anders vom Familie Vogel. Hallöchen, Leute, ich bin wieder da. Ach, sieh mal einer an, Familie Schnösel ist da, super. Und hä? Was ist denn hier in der Küche los? Ach, Claudia, Schatz, warum denn wieder neue Möbel? Ich dachte, das hätten wir geklärt und ich weiß gar nicht, ob das unser Konto zulässt. Ach, toll, super, Überstunden kommen. Martin, diese neuen Möbel habe ich nicht ausgesucht. Die haben einfach... Ach, das war die Familie Schnösel. Das passt überhaupt nicht zum Rest der Einrichtung. Ich find's katastrophal. Mike, du hattest wirklich recht. Familie Vogel ist einfach nur undankbar. Die haben das überhaupt nicht verdient, dass wir ihnen so tolle Designermöbel schenken. Die nehmen wir wieder mit. Es reicht. Schatz, weißt du was? Endlich mal ein sinnvoller Gedanke von dir heute. Ja, finde ich gut. Ach je, jetzt sind die total beleidigt abgehauen und die ganzen Möbel haben sie mitgenommen. Und nun? Ja, Mama, wo sind denn jetzt unsere Möbel hin? Ich werde mal in diesem Möbelhaus da anrufen. Vielleicht haben die noch unsere Sachen. Also ich hoffe es. Das hoffe ich auch. Dieser ganze Tag war eine einzige Katastrophe. Wehe, unsere Möbel sind jetzt weg. Und wir haben dann gar nichts mehr hier in der Küche stehen. Oh, Familie Schnösel. Hey, guten Morgen. Guten Morgen, Hanna. Du, heute steht ja die erste Mathearbeit bei Frau Zahl an, ne? Ja, genau. Aber weißt du was, Dave? Also ich glaube, das wird ganz gut. Frau Zahl ist so nett, die wird eine gute Arbeit stellen. Hey, Hanna, sag mal, hast du gelernt? Heute ist doch die Mathearbeit. Pia, klar habe ich gelernt. Ich kann das wirklich alles gut. Ich habe gestern Abend bis spät noch alles wiederholt. Pia, war das jetzt wirklich eine ernst gemeinte Frage? Hast du schon mal irgendwann erlebt, dass Hanna nicht gelernt hat für eine Arbeit? Oh, ich glaube, die reden da über die Arbeit. Ich habe da sowas noch nicht ganz verstanden. Du, Hanna, ich wollte dich kurz was fragen. Ja, hast du auf dem Übungszettel auch die Aufgabe Nummer 2 gemacht? Oh, Richie, jetzt nicht vor der Mathearbeit. Du brauchst sie jetzt nicht ärgern. Das können wir am besten gar nicht machen. Also lass sie in Ruhe. Boah, Dave, chill. Ich wollte sie nicht ärgern. Ich wollte doch nur was wegen Mathe fragen. Oh, Richie, Dave, lass es doch. Streitet euch doch jetzt nicht. Ja, okay, ich komm schon runter. Ich wollte dich doch nur verteidigen. Ich dachte, der will dich wieder ärgern oder so. Nee, Dave, also er wollte mich einfach was fragen wegen Mathe. Also, Richie, ja, ich habe Aufgabe 2 gemacht. Hast du da ein Ergebnis raus? Also ich hatte da, glaube ich, 22. Also du musst da bei der Aufgabe erstmal multiplizieren und dann hinter noch was abziehen. Oh Mann, das glaube ich jetzt nicht. Hanna ist einfach viel zu nett. Jetzt erklärt sie dem das auch noch wirklich. Oh Mann. Hanna könnte mir das eher noch ein bisschen erklären. Ich bin voll nervös wegen dieser Arbeit. Hey Dave, ist alles in Ordnung bei dir? Du siehst irgendwie gar nicht gut aus. Bist du aufgeregt? Ja, ich bin voll aufgeregt. Und mich regt es mega auf, dass Hanna jetzt mit dem Richie da redet und ihm das erklärt, anstatt mir es zu erklären. Also, Richie, mach dir keine Sorgen, du schaffst das schon. Ich glaube, wir schaffen das alle. Oh, Dave, jetzt sag nochmal, was war das denn da eben für eine Szene von dir? Ist doch alles in Ordnung. Richie hat mich nur gefragt, was da bei der Aufgabe rauskam.
Ja, cool, okay, ja, gut. Dann zeig ihm doch noch die anderen Aufgaben am besten. Oh, na, gibt's da Ärger bei Prinzessin und Prinz? Was? Wie hast du mich genannt? Prinz? Weißt du was? Misch dich nicht in uns ein oder in unsere Sachen. Ja, ist ja gut, Mensch. Dann nenne ich dich halt nicht Prinz. Ich nenne dich eher jemand, der eine schlechte Note wahrscheinlich in dieser Arbeit bekommt. Oh, ich verstehe überhaupt nicht, was mit dir heute los ist, Dave. Du regst dich die ganze Zeit nur auf. Bleib doch ruhig. Keine Ahnung, das regt mich halt alles auf. Ist Luisa heute eigentlich nicht da? Nee, Luisa, die ist krank. Die hat mich heute Morgen schon angerufen. Hanna, weißt du was? Ich brauche jetzt ein bisschen Ruhe für die Arbeit. Deswegen setze ich mich am besten neben Pia. Dave, was soll das denn jetzt? Was ist denn los? Warum bist du denn so sauer heute? So, Kinder, die erste Mathearbeit steht mit euch an. Ich habe sogar eure Mathehefte dabei. Ich hoffe, ihr habt euch alle gut vorbereitet. Es kommen auch wirklich nur die Sachen dran, auf die ich euch vorbereitet hatte, die wir im Unterricht hatten. Oh Mann, ich verstehe es nicht. Warum hat Dave sich jetzt weggesetzt? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Warum ausgerechnet jetzt? Warum jetzt? Jetzt, wo wir die Arbeit schreiben? Hanna, einfach weil ich ein bisschen nervös bin. Und weißt du was, du nervst mich heute ein bisschen. Oh Mann, Dave ist so gemein. Warum denn? Warum ist er so? Also, ich werde jetzt mal eure Hefte austeilen und in den Heften findet ihr dann eure Aufgabenblätter für den Test. Oh, Hanna, sag mal, ist Dave heute gar nicht da? Doch, Dave ist da. Der sitzt da vor mir. Der hat sich umgesetzt. Okay, na gut. Also, eigentlich darf sich ja jeder seinen Platz selber aussuchen. Ich mische mich da nicht ein. Also gut, Kinder, wenn ich gleich lossage, dann könnt ihr eure Hefte aufschlagen, lest euch alles gut durch und startet. Und ihr habt übrigens 45 Minuten Zeit dafür. Und wenn irgendwas ist, einfach melden, dann komme ich einmal rum zu euch. Oh Mann, jetzt kann ich mich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich muss nur noch an Dave denken. Oh, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie geht das denn jetzt überhaupt alles? Ich habe alles vergessen. Ich glaube, das ist ein Blackout. Ich werde eine 6 schreiben. Ich weiß nichts mehr. Ich werde mich einfach melden und Frau Zahl fragen, was ich machen soll. Hanna, gibt's schon eine Frage? Hast du dir dein Heft jetzt schon genauer angeguckt? Hanna, was ist denn los? Du hast ja noch gar nicht angefangen. Die Zeit läuft schon. Frau Zahl, eben wusste ich noch alles, aber ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht konzentrieren. Hanna, versuch dich einfach zu konzentrieren. Du kannst das. Die anderen schreiben schon alle. Pia und Dave, die sind schon fleißig an ihrer Arbeit dran. Aber Frau Zahl, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich erinnere mich gerade an nichts mehr. Ach, weißt du was, Hanna? Du gehst am besten einmal ganz kurz vor die Tür, atmest ein bisschen tief durch und vielleicht gehst du noch auf die Toilette und dann kommst du einfach wieder. Das sollte schon funktionieren. Also das hätte ich jetzt von Hanna gar nicht erwartet. Sie ist doch sonst immer so eine gute Schülerin. Und jetzt? Hat sie vielleicht nicht gelernt? Oh Mann, das hatte ich noch nie. Ich bin total durcheinander. Mathe. Ich weiß gar nichts mehr. Eben war noch alles gut und dann diese Sache mit Richie und mit Dave und... Oh Mann. Aber das darf alles einfach nicht sein. Ich will aufs Gymnasium. Ich will eine gute Note schreiben. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Hanna Vogel, du musst dich konzentrieren. Ich werde mir einfach schnell ein bisschen kaltes Wasser ins Gesicht machen und dann geht's wieder. Ich glaube, so langsam fallen mir schon wieder ein paar Sachen ein. So, jetzt aber. Jetzt weiß ich wieder alles. Jetzt kommt alles wieder, was ich gestern gelernt habe. Na, Hanna, bereit für den Test? Dann setz dich lieber schnell hin. Du hast nur noch ungefähr 30 Minuten Zeit. Oh Mann, 30 Minuten? Na, dann aber schnell. Oh, ich konnte jede Aufgabe. Das war alles überhaupt nicht schwer. Alles genau, wie Frau Zahl mit uns gelernt hat. Und Hanna Vogel ist fertig. Und alle anderen schreiben noch. Ich war die Erste. Also, wenn schon jemand fertig ist, kann er oder sie gerne das Heft vorne abgeben und schon mal rausgehen. Bitte schön, Frau Zahl. Okay, Hanna, nur 25 Minuten. Ich hoffe, ihr ist noch was eingefallen und sie hat jetzt kein leeres Blatt abgegeben. Also gut, dann haben jetzt alle abgegeben. Eine schöne Pause wünsche ich euch. Yes, Pause. Ey, Hanna, sag mal, was war denn gerade mit dir los? Ich habe gesehen, du bist rausgegangen. Wie war's denn? Ach, ich musste nur noch mal auf Toilette. War alles gut. Naja, um ehrlich zu sein, ich konnte mich erst überhaupt gar nicht konzentrieren. Ich hatte einen Blackout. Also, das hat mich jetzt wirklich gewundert mit Hanna. Ich schau mal ganz kurz über die Arbeit drüber. Also, das kann sich wirklich sehen lassen. Das ist ja alles richtig, was Hanna da hingeschrieben hat. Ich denke, das wird eine 1. Boah, bin ich froh, dass ich diese Arbeit hinter mir habe. Und wie lief's bei euch so? Wie es bei uns lief, Dave? Wegen dir lief's fast gar nicht gut. Hanna, es tut mir leid. Also, ich war halt einfach ein bisschen nervös und aufgeregt. Tut mir echt leid, sorry. Sorry? Hoffentlich habe ich nicht wegen Dave jetzt eine ganz, ganz schlechte Arbeit geschrieben. Julian, räumst du bitte dein Zimmer auf? Julian! Oh Mama, ja, chillax, ich mach das schon. Ich bin doch gerade noch am Zocken, lass mich doch. Und außerdem, so schlimm sieht das hier in meinem Zimmer gar nicht aus. Nur die ganzen Pizzakartons und die Flaschen von letzter Woche, also es geht auch schlimmer. Räum einfach trotzdem auf. Ich geh kurz ans Telefon, Moment. Claudia Vogel, hallo? Ja.
Moment, Julius, ich stell dich durch nach oben. Einen Moment. Ich bin doch gerade am Zocken. Warum stört mich denn heute jeder? Ja, was geht ab? Hier in Julians Zimmer. Oh, Julius, na, alles klar? Ja, klar, du kannst vorbeikommen, wenn du möchtest. Ja, wir können mal wieder so eine LAN-Party machen. Nein, Laptop brauchst du nicht mitbringen. Ich habe hier auch noch einen zweiten. Julian, aber nicht verabreden, ne? Erst das Zimmer sauber machen, hast du gehört? Ja, Mama, ist doch gut, ich hab's verstanden. Aber Julius kommt trotzdem. Ja, ja, Mama, ich weiß ganz genau, was das heißt. Wenn Julian jetzt nicht sein Zimmer aufräumt, oh, dann explodiere ich. Endlich kann ich wieder zocken. So, wo war ich stehen geblieben? So, perfekt. Ja, das mit dem Zimmer, das kann doch noch warten. Mama, es hat geklingelt. Ja, ich hab's Mach's gehört, auf. Ich geh schon. Hallo Julius, sag mal, was machst du denn hier? Das Übliche, Frau Vogel. Julian und ich sind verabredet und wir spielen ein bisschen. Also, eigentlich war was anderes abgesprochen. Keine Verabredung, erst das Zimmer aufräumen. Ach, naja, jetzt bist du ja schon hier. Ich werde es ihm ausrichten, Frau Vogel. Vielleicht räumt er ja auf. Ich glaube nicht. Oh weia, Julian. Die Sachen liegen ja immer noch hier. Das war doch schon von letzter Woche. Ist da noch Pizza drin, Igitt? Oh, hey Julius, cool, dass du da bist. Ach, achte gar nicht drauf. Weißt du was, du kannst auch drüber treten, ist kein Problem. Ich habe schon alles vorbereitet. Wir müssen nur noch den Laptop anschmeißen und dann kann es sofort losgehen. Oh, ich werde jetzt mal gucken, wie weit Julian mit seinem Zimmer ist. Wenn er immer noch nicht aufgeräumt hat, dann drehe ich durch. Julian, die ganzen Sachen liegen hier ja immer noch. Die Pizzakartons, die ganzen Getränkeflaschen, die sind sogar ausgelaufen. Der ganze Boden klebt. Und ist das etwa eine Maus? Julian, da ist eine Maus in deinem Zimmer. Da, direkt bei den Pizzakartons. Oh ja, Mama, chillax, das ist Jerry. Oh Mann, ey, das ist mein Haustier. Bitte was, dein Haustier? Julian, diese Maus hat hier nichts in deinem Kinderzimmer zu suchen. Weißt du, woher das kommt? Weil du hier nicht aufräumst. Die isst die alten Pizzareste auf. Julian, ey, voll cool dieser Mod. Lass doch nochmal ein Bildbattle dazu machen. Also so wie es aussieht, wird mir hier überhaupt nicht zugehört. Jerry, hast du gehört, du wirst hier ausziehen. Du wirst jetzt nicht länger hier in Julians Zimmer wohnen. Oh, ich krieg hier wirklich noch zu viel. Also das wird wirklich Konsequenzen haben. Ich ziehe jetzt das Internet raus, dann wird nicht mehr gespielt. Mir reicht jetzt langsam. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Oh, das Internet ist weg. Oh, klasse, die macht wirklich ernst. Och, Mama. Vielleicht bekomme ich ja jetzt ein bisschen Gehör. Jetzt, wo das Internet weg ist, können sie auch nicht spielen. Julian, räumst du jetzt bitte dein Zimmer auf? Oh ja, Mama, ja. Weißt du eigentlich, wie peinlich das ist jetzt gerade, wo Julius da ist? Danke, danke für... Du bist so schlimm manchmal. Das ist sowas von peinlich. Was soll er nun denken? Oh, jetzt muss ich wirklich mein Zimmer aufräumen? Da kommt mir eine Idee, aber natürlich. Ja, voll cool, das Lied. Das habe ich ja noch nie gesehen. Oh, das ist echt super. Hey, na, Emma, wie läuft's? Was machst du denn da? Hast du vielleicht kurz Zeit für mich? Oh, hallo Julian. Ich guck gerade Fernsehen. Wollen wir zusammen Fernsehen gucken oder was spielen oder irgendwas anderes machen? Sag mal, kennst du das Lied schon? Der Rap, der macht Rapmusik. Oh ja, ganz, ganz toll. Du, Emma, andere Sache. Hast du vielleicht Lust, ein bisschen Geld zu verdienen? Hä? Geld verdienen? Ich weiß nicht. Also eigentlich kann ich alles haben, was ich will, weil mein Papa kaufen das. Aber selber Geld haben ist auch cool. Was muss ich machen? Also du bekommst 2 Euro von mir, wenn du mein Zimmer putzt. Das kannst du doch super gut. Hast ein richtiges Talent dafür. Oh, 2 Euro fürs Zimmer putzen? Cool, das mache ich auf jeden Fall. Julius, ich habe gute Neuigkeiten. Das Internet ist gleich wieder da. Emma kümmert sich jetzt um das Zimmer. Okay, cool. Dann können wir ja gleich weitermachen mit dem Zocken. Oh, Nanu, wer bist denn du? Ich bin Emma. Wohnst du auch hier? Da ist eine Maus in deinem Zimmer, Julian. Au, die hat mich gemessen in die Hand. Aua. Und jetzt läuft sie weg. Du bist ganz schön böse, weißt du das? Oh, ich blute. Es tut ganz schön weh. Blöde Maus. Ich gehe zu Mama. Ich brauche ein Pflaster. Mama. Hey, Emma, bleib hier. Wenn du nicht hier bleibst, dann kriegst du nicht die 2 Euro. So, bitte bleib hier. Ich mach mein Zimmer sauber. Oh, Mama, ich blute. Guck, ich habe eine Verletzung. Aua. Emma, was ist denn da passiert? Hast du wieder versucht zu basteln und hast dich mit der Schere geschnitten? Ach, das ist gar nicht so schlimm. Ganz ruhig. Wir werden das mit dem kalten Wasser hier abspülen, okay? Das tut nicht weh. Siehst du, alles wieder gut. Du brauchst gar kein Pflaster. Es blutet gar nicht mehr. Sag mal, Emma, wie ist das eigentlich jetzt passiert? Ich wurde von einer Maus gebissen. Ich wollte sie streicheln. Dann hat sie meine Hand gebissen, als ich Julians Zimmer sauber machen wollte. Dafür kriege ich 2 Euro. Aha. Du wartest vielleicht mal kurz hier. Ich muss eben ganz kurz mal was klären. Julian, ich habe ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Oh, was ich mir von den 2 Euro kaufen kann. Vielleicht eine bunte Tüte. Lecker. Oh, ich glaube, deine Mutter ist im Anmarsch, Julian.
Julian, das gibt's doch jetzt wirklich nicht. Guck dir dein Zimmer an, das ist genauso dreckig wie vorher. Und dann willst du deine Schwester bezahlen, dass sie hier aufräumt und wird auch noch von dieser Maus gebissen? Ich glaube, es ist besser, wenn ich gehe. Tschüss, Julian. Oh, Mama, chillax, ich wollte doch nur jemandem helfen. Also Emma brauchte vielleicht das Geld. Also ich habe doch nur an ihr Bestes gedacht. Julian, langsam reicht mir das mit dir. Du, Freundchen, hast Hausarrest und du kriegst auch kein Taschengeld mehr. Bis du hier nicht ein für alle Mal aufgeräumt hast, das ist eine wirkliche Müllhalde. Oh, dieser Junge, ich wünschte, er hätte irgendwie ein Vorbild. Vielleicht einen großen Bruder oder eine große Schwester, an dem er sich orientieren kann. Aber so funktioniert das gar nicht. Er macht, was er will. Ich verstehe gar nicht, warum Mama sich so aufregt. Das sind doch nur ein paar Pizzakartons von den letzten 2 Wochen, also bitte. Oh, Jerry, weißt du was? Das ist alles nur deine Schuld. Warum musstest du Emma beißen? Wäre mir nicht aufgefallen, dann wäre alles gut. Ich mach ganz bestimmt nicht sauber. Ich weiß schon, wer sich drum kümmern wird. Und Emma, gefällt dir der Film? Der ist doch toll, oder? Oh, wer ist denn jetzt an einer Tür? Ist das Martin vielleicht? Hat der vielleicht einen Schlüssel vergessen? Guten Tag, ich bin Ingrid. Ich bin hier zum Saubermachen. Ich soll das Zimmer von Julian Vogel sauber machen. Ein Kinderzimmer? Julian, ich glaube, jetzt hast du wirklich... Jetzt hast du den Vogel abgeschossen. Naja, ich fange schon mal hier unten an. Oh, ist das hier dreckig? Wirklich bei denen zu Hause? Oh, Mama, ich verstehe überhaupt nicht, warum heute der Termin ist. Ich wollte mich mit Dave treffen. Ach, Hannah, heute ist dein halbjährlicher Kontrolltermin. Da kannst du dich nicht mit Dave treffen. Das geht jetzt vor der Zahnarzt. Oh, ich verstehe es nicht. Immer wenn wir hier sind, sagt er, ich habe perfekte Zähne und trotzdem muss ich immer wiederkommen. Ich wollte heute mit Dave Eis essen. Oh, Hannah, ist jetzt wirklich gut. Wir sind jetzt da, Familie Vogel mit Hannah zum Kontrolltermin. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Der Herr Doktor wartet schon auf Sie. Oh Mann, jetzt werden wir schon erwartet. Und alles nur mit meinen perfekten Zähnen. Und er wird wieder sagen, dass alles gut ist. Ah, hallo, Hannah Vogel. Na, wie sieht's aus? Hallo, Daves Papa. Ich wollte mich eigentlich heute mit Ihrem Sohn treffen. Ja, das habe ich gehört. Ach ja, und deshalb passt dir der Zahnarzttermin heute gar nicht, weil jetzt kann sie sich ja nicht mit Dave treffen. Eigentlich wollten Dave und ich Eis essen. Also nichts gegen Sie, aber ich hätte mich lieber mit Dave getroffen. Ja, das hat mir der Dave auch erzählt. Und deswegen dachte ich mir, kann ich hier heute vielleicht mal mit einem Assistenten arbeiten? Hey, Hannah, ich bin hier. Hey, Hannah, ich bin heute auch Zahnarzt. Oh, Dave, das ist ja eine Überraschung. Du hast mir gar nichts davon erzählt. Ja, er hatte erfahren, dass du heute den Termin hast. Und deswegen hat er auch direkt gefragt, ob er mir helfen kann. Und da sage ich natürlich nicht nein. Ich verspreche dir, Hannah, also das wird heute alles gut. Und wenn du irgendwelche Zahnschmerzen oder so hast, dann werde ich dich heilen. Weißt du? Dave, wenn du mein Zahnarzt bist, komme ich immer gerne zum Zahnarzt. Ah, naja, ob er schon so weit ist, ich glaube noch nicht. Hannah, möchtest du dann bitte dich hinlegen? Und so. Ich sag trotzdem, es wird wieder nichts bei rauskommen. Meine Zähne sind in Ordnung, ja, ich putz doch immer. Ja, bei den letzten Terminen war das alles in Ordnung. Aber heute, ne, kann ja sein, dass sich was verändert hat. Deswegen gibt es ja diese Kontrollen. So, einmal dann den Mund aufmachen bitte, ganz weit. Ah. Hey, Hannah, ich kann ja all deine Zähne sehen. Und Papa, die sehen doch richtig gut aus, oder nicht? Ja, das sieht gar nicht so schlecht. Also du hast keinen Karies oder so, die Milchzähne sind auch schon. Aber das da hinten, das gefällt mir nicht so. Ach, hab ich's ja doch geahnt. Ich wusste doch, dass sich so ein Kontrolltermin immer wieder lohnt. Papa, ich kann da gar nichts sehen. Also, da sind keine Löcher oder so, oder? Wie sehen denn Löcher bei Zähnen eigentlich aus? Ja, erkläre ich dir später irgendwann. Frau Vogel, kommen Sie dann einmal vielleicht kurz mit? Ich wollte mal was mit Ihnen unter 4 Augen besprechen. Hannah, wir sind gleich wieder da. Ja, gibt's irgendwas Schlimmes mit den Zähnen? Warum holen Sie mich denn jetzt raus? Oh Mann, jetzt ist dein Papa mit meiner Mama rausgegangen. Hast du sowas schon mal erlebt, Dave? Warum macht er das? Ist irgendwas? Also beim letzten Mal, wo ein Kind da war und er mit den Eltern gesprochen hatte vorher, wurden ihm danach 4 Zähne gezogen. 4 Zähne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe noch gar keine Zahnschmerzen. Ach so, ja, das lässt sich sicherlich mit der Versicherung klären. Und wenn das wirklich das Beste ist für Hannah, dann machen wir das. Alles klar, sehr gut. Ich kläre das immer gerne vorher mit den Eltern nochmal ab, ne, damit die Bescheid wissen. Und dann können wir es jetzt ja auch Hannah sagen. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Oh, sagen Sie jetzt nicht, dass mir die Zähne gezogen werden. Nicht einer, nicht zwei oder nicht drei und auch nicht 4. Dave hat gerade gesagt, dass sowas immer passiert, wenn Sie mit den Eltern sprechen. Ja, Papa, bitte ziehe doch nicht die Zähne. Wobei, hattest du das beim letzten Mal jetzt eigentlich gemacht? Oh, Dave, weißt du was? Also, wenn du jetzt nicht mein Sohn wärst, dann hätte ich dich schon längst gekündigt. Darauf kannst du dich verlassen. Nein, es werden natürlich keine Zähne gezogen. Und auch beim letzten Mal, hatte ich dir letztens schon gesagt, da war nur ein Loch. Und ich verstehe nicht, wo du das her hast. Nein, Hannah, dir werden keine Zähne gezogen heute. Ich beruhige das Ganze mal. Hannah, ich wollte dir nur sagen, dass du höchstwahrscheinlich eine Zahnspange tragen musst. Ach, eine Zahnspange? Das habe ich schon mal gesehen. Also, eine feste oder eine lose? Nur nachts oder auch tagsüber? Oh, und Hannah, bei meinem Papa, ne, da kannst du auch auswählen, welche Farbe deine Zahnspange haben soll. Zum Beispiel rot, pink, gelb, grün, blau. Ja, das kommt später. Also, wir würden wahrscheinlich mit einer losen erstmal anfangen. Oh, okay.
Also ich würde auch noch eine Feste bekommen. Habe ich auch nichts gegen? Ja, danach würdest du vielleicht noch für ein paar Monate eine feste Zahnspange bekommen. Aber diesen Termin, den machen wir erst in den nächsten Wochen. Ich müsste jetzt noch einmal kurz bei deinen Zähnen nochmal nachschauen. Okay, Papa, dafür habe ich jetzt auch schon die Spritze bereit. Möchtest du irgendwas betäuben? Spritze? Nein, 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 keine Spritze. Nein, warum denn? Oh, Dave, tu die Spritze. Wo hast du die Spritze überhaupt her? Weißt du was, du bist gekündigt. Heute war dein letzter Termin hier bei mir. Also, Dave, du arbeitest nicht mehr mit mir zusammen. Du bist nicht mehr mein Assistent. Aber ich dachte doch nur und... ja, gut, okay, okay. Ich leg sie schon wieder weg. Ist ja in Ordnung. So, Hannah, das war's denn. Ich gebe dir hier noch eine Zahnpasta mit, die ist dann extra, die du jetzt die nächsten Wochen benutzen solltest, damit du später keine Abdrücke hast wegen der Zahnspange. Hä, also, warum habe ich denn nicht so eine? Dave, du bist heute, du brauchst keine Zahnspange, deswegen. Oh, ich werde die auf jeden Fall benutzen, danke. Und wir sehen uns dann wieder in ein paar Wochen und dann gucken wir mal, ob die Zahnspange wirklich nötig ist. Du, Hannah, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass du damit so locker umgehst. Ich dachte, es sei jetzt schlimmer für dich. Wieso denn, Mama? Eine Zahnspange ist doch vollkommen normal, haben noch ganz viele. Und Hannah, vergiss nicht, du darfst dir die Farbe aussuchen. Ja, ja, Dave, danke. Ja, du darfst dir die Farbe aussuchen beim nächsten Mal, wenn es dann soweit sein sollte. So, und junger Mann, ab nach Hause mit dir jetzt. Oh Mann, irgendwie freue ich mich schon. Leute, was meint ihr? Welche Farbe soll meine Zahnspange haben?